weil ihr seid ein klares Symbol dafür, dass diese Politik, diese Wahnsinns-Corona-Politik auch dieser Landesregierung, vor allen Dingen dieses Sozialministeriums, nicht weiter toleriert wird. Mein Name ist Stefan Bothe, ich bin 38 Jahre alt, ich bin Landtagsabgeordneter der AfD-Fraktion. Erstmal vorweg, dass ihr wisst, wer ich bin. Wir Freunde, wir haben eine riesen Aufgabe vor uns. Und die Aufgabe bedeutet, wir dürfen nie wieder in einen Corona-Winter gehen, wie es die Mächtigen, wie es diese Landesregierung und die Bundesregierung gerne wollen. Das heißt, erstens, keine Maskenpflicht irgendwo und im Bereich und vor allen Dingen keine Maskenpflicht in den Schulen. Finger weg von unseren Kindern. Zweitens, keine Ausgrenzung von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Weg mit 2G, 2G plus und weg mit diesem Testregime. Wir sind alles freie Menschen dieses Landes. Schluss damit. Und drittens, und das Wichtigste ist, wir leben immer noch in einer Demokratie. Wir lassen uns nicht aufspalten und wir lassen uns bestimmt auch nicht zu irgendwelchen Schwurbladen und Verschwörungstheoretikern abtun. Nein, ich bin ungeimpft. Ich bin es aus Überzeugung und ich werde es auch bleiben. Weil es meine freie Entscheidung ist, das als freier Mensch es nicht zu tun. Und das muss für jeden Menschen gelten. Das muss auch für unsere Pflegekräfte gelten. Unsere Pflegekräfte, die seit Jahrzehnten unter schmiesesten Arbeitsbedingungen, und ich sage es selber, ich bin selber Krankenpfleger, war 13 Jahre, bevor ich hier reingewählt wurde, habe ich in der Pflege gearbeitet. Unter schlechten Arbeitsbedingungen, mieser Bezahlung und null gesellschaftliche Anerkennung, jeden Tag los mussten und dieses miserable Gesundheitssystem, wo die Konzerne kassieren, aber die Patienten und die Mitarbeiter darin einfach nur die Opfer sind, ihren Kopf hinhalten, werden jetzt ausgegrenzt, werden jetzt vor die Tür gesetzt und gesagt, nein, ihr dürft hier nicht mehr arbeiten. Ihr seid ja nicht geimpft. Schluss damit mit diesem Irrsinn. Wir brauchen unsere Pflegekräfte und keine Impfpflicht oder sonst irgendein Irrsinn. Nein, Pflegekräfte willkommen. Schluss mit der Impfpflicht für Pflegekräfte und dafür werden wir uns weiter einsetzen. Nein, wir sind keine Schwuppler. Die Geschichte hat uns gezeigt, wir hatten recht. Alle, die von Anfang an gesagt haben, so geht es nicht weiter. Dieser Weg der Freiheitseinschränkungen, dieser Impfpflicht und sonstigen Irrsinn mit der Maskenpflicht ist der falsche Weg, haben doch gezeigt, dass er richtig war. Was passiert denn jetzt gerade? Wir haben keine großartigen Maßnahmen. Und was passiert? Die sogenannten Inzidenzien, welche, was sie auch immer bedeuten, gehen runter. Ach, meine Güte! Das bedeutet doch nur einiges. Alle Corona-Maßnahmen waren falsch. Keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht, alle Corona-Maßnahmen weg. Freie Bürger in einem freien Land, das muss unser Ziel sein. Und danke, dass ihr da wart. Da, macht weiter und danke an die Veranstalter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Stefan Bothe aus dem Niedersächsischen Landtag. Natürlich sind wir die außerparlamentarische Opposition. Wir sind nicht parteiisch oder parteilich, aber wir freuen uns natürlich über jeden Menschen, der auch in der Regierungszentrale für unsere Werte und für die Menschen einsteht, ganz egal, zu welcher Fraktion er sich zugehörig gefühlt. Denn wir müssen auch diese Spaltung zwischen links und rechts und oben und unten endlich überwinden und gemeinsam aufstehen gegen Unrecht in diesem Land und für das Wohl aller Menschen. Und deswegen vielen Dank für diesen überraschenden Redebeitrag. Und jetzt werden wir weitergehen und noch den restlichen Menschen in Hannover vielleicht ein bisschen Information zukommen lassen.